Dann einen schönen guten Abend allen. Besonders herzlich willkommen, Olaf Michael Ostertag. Wir werden uns heute, beziehungsweise Olaf wird uns heute eine kurze Vorstellung des Basic Income Earth Network geben, also der weltweiten Grundeinkommensbewegung, die kürzlich vor wenigen Wochen ihre Jahrestagung in Südkorea gehabt hat. Olaf hat dort als Vertreter des deutschen Netzwerks Grundeinkommen teilgenommen und ist auch in das Exekutivkomitee von BIEN gewählt worden, so dass wir dort dann wirklich aus allererster Hand Informationen bekommen. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, Olaf, und bitte, du hast das Wort. Vielen herzlichen Dank, Werner, für die Einladung. Vielen herzlichen Dank vor allem an Jörg Ackermann, der das arrangiert hat, dass ich heute Abend hier sein kann. Vielen Dank an euch alle, die ihr euch eingewählt habt. Die meisten von euch, glaube ich, kenne ich sogar. Insofern ist es eine recht familiäre Runde. Und ich vermute mal, dass ich nicht so bei den ersten Entwicklungen von BIEN anfangen muss, sondern vielleicht gleich sagen kann, was mir aufgefallen ist an diesem Kongress. Also BIEN ist ja ein Netzwerk von Grundeinkommens Forschenden eigentlich zuerst einmal. Es wird auch mehr oder weniger häufig wurde nochmal gesagt, wir sind ein akademisches Netzwerk, das auch Aktivisten in sich hat. Und allein das ist, glaube ich, schon mal die Definition, woran man mitkriegen kann, dass BIEN selber jetzt gewisse Wachstumsschmerzen hat. Also es gibt ja sehr viele, die seit 1986, seitdem es gegründet wurde, mit dabei sind und forschen und die dann auch sehr deutlich darauf hinweisen, dass sie BIEN vor allem eben als ein akademisches Netzwerk sehen. Es gibt ein neues Selbstverständnis von BIEN, die da heißt, das da heißt, the number one go-to-address for knowledge about basic income. Also wir möchten gerne diejenige Organisation sein, die zuallererst gesucht wird auf der Welt, wenn man Informationen darüber haben möchte, was ein bedingungsloses Grundeinkommen ist. Weniger bislang zumindest sieht sich das BIEN als eine Plattform, wo sämtliche Grundeinkommensaktivisten vielleicht gemeinsame Dinge planen, sich abstimmen, in die Politik eingreifen und dergleichen. Aber es gibt natürlich auch etliche, die genau diese Rolle für BIEN lieber sehen würden oder zumindest verstärkt sehen würden. Und in das Executive Committee bin ich nun mit einer speziellen Funktion gewählt worden, die Affiliates Coordinator heißt. Das heißt, meine spezielle Aufgabe ist es, von genau diesen Mitgliedsorganisationen, die in BIEN organisiert sind, aufzunehmen, was deren Wünsche und Anregungen sind und die dann miteinander zu verzahnen, zu vernetzen. Und möglicherweise daraus dann einen Effekt zu erzielen, dass sich BIEN auch wirklich nicht nur als eine globale Organisation versteht, sondern auch als eine solche agiert. Nun gab es den Kongress in Seoul, das hatte Werner schon gesagt. Dieser Kongress stand unter dem Motto Basic Income in Reality. Und dementsprechend wurden natürlich auch ganz viele Vorträge gehalten und ganz viele Panels und Workshops organisiert, wo man darüber erfahren konnte, was jetzt beispielsweise mit Basic Income oder etwas, was Basic Income ähnlich sieht, in den letzten Jahren, in den wenigen letzten Jahren organisiert wurde, tatsächlich realisiert wurde. Ein wichtiger Workshop fand ich, der beschäftigte sich mit den sogenannten Emergency Basic Incomes. Also gerade während der Pandemie sind etliche Grundeinkommen quasi nur zeitlich befristet wegen der Pandemie als Begründung ausgezahlt worden und verschwanden danach auch gleich wieder. Und haben aber doch zumindest vieles bewiesen und gezeigt, was ein bedingungsloses Grundeinkommen an positiven Effekten für die Gesamtgesellschaft ausführen kann. Und die große Diskussion, die schon gleich von der allerersten Plenumsdiskussion bis sich zur Verabschiedung durchziehenden Thematik gezogen hat, war 2016 hat der damalige BIEN-Kongress in Seoul eine Veränderung der Definition des Grundeinkommens vorgenommen. Und offensichtlich war das so ein einschneidendes Erlebnis, dass es immer und immer und immer wieder erwähnt wurde.
die Narrow Definition, die sehr verengte Definition von Bien seit 2016. Und gleich zu Anfang, als wir reingekommen sind, wurde ein Buch verteilt von Annie Miller, ein sehr kurzes, das bekamen wir alle quasi umsonst und geschenkt, Basic Income, A Short Guide. Annie Miller ist die Vorsitzende einer sehr, sehr kleinen Arbeitsgruppe von Bien, die besteht aus 4 Personen, die eingesetzt wurde, um diese Schmerzen, die Bien leidet, seitdem es die Definition verengt hat, irgendwie aufzulösen, hat aber gleich in ihrem Eingangsstatement deutlich gemacht, dass sie auf gar keinen Fall und unter gar keinen Umständen eine ausreichende Höhe oder eine lebenserhaltende Höhe für die Definition für angemessen ansieht. Ihre Aussage dazu war, das ist eine Zielstellung, eine politische Zielstellung, dies ist aber kein Definitionskriterium. Bei Fribis war jetzt gerade in der letzten Woche Toru Yamamori und hat dann unter der Fragestellung, ist denn eigentlich 1 Cent im Monat auch ein bedingungsloses Grundeinkommen, gesagt, na ja, nach der offiziellen Definition von Bien wäre es das. Und das kann ja wohl nicht angehen, gemessen an der Historie der bedingungslosen Grundeinkommensbewegung und auch gemessen an der Historie dessen, was auch Annie Miller, was auch Philipp van Parijs noch in den 80er und frühen 90er Jahren als Definition gegeben hat. Andererseits wirkte auf diesem Kongress so, es so, dass sich alle möglichen Namen, die wir kennen, wie Carl Widerquist, Guy Standing, Philipp van Parijs ist schon genannt worden, Annie Miller ist schon genannt worden, sehr fest dazu verabredet hatten, deutlich zu machen, natürlich ist genau das die Definition eines Basic Income. Auch 1 Cent im Monat ist ein bedingungsloses Grundeinkommen, selbstverständlich keines, das irgendeinen Effekt hätte, aber es ist per Definition ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sehr ulkig fand ich dann allerdings, dass es zum Schluss des Kongresses eine Debatte gab, wo Eduardo Suplicy gemeint hat, der übernächste Kongress sollte in Brasilien stattfinden, weil es in Brasilien mittlerweile bedingungslose Grundeinkommen in nicht ausreichender Höhe in 2 kleineren Städten gibt. Und da es in der Gyeonggi-Provinz in Südkorea so etwas auch schon unbefristet gibt für alle Erwachsenen ab 24, aber nicht in ausreichender Höhe, möchte er sagen, dass diese beiden jetzt quasi so die letzten auf der Zielgerade sind, ein bedingungsloses Grundeinkommen wirklich einzuführen. Er hat gemeint, das wäre jetzt so eine Art World Cup, und mal sehen, wer den gewinnt, Südkorea oder Brasilien. Und dann hat Guy Standing dazu gesagt, ich möchte dich ja nur ungern enttäuschen, Eduardo, aber Südkorea ist so viel weiter als Brasilien, das ist also kein faires Match. Aber wenn es darum geht, und Achtung, jetzt kommt die interessante Formulierung, wenn es darum geht, welches Land ein echtes Grundeinkommen einführt, dann ist sicherlich Südkorea ganz weit vorne. Und a real basic income habe ich zum allerersten Mal auf diesem Kongress gehört. A real basic income jetzt als Bezeichnung, was ja dann quasi mit der Definition einhergeht, wenn basic income auch 1 Cent ist, das aber kein echtes ist, dann muss also ein real basic income eines sein, das eine existenzsichernde Höhe erreicht. Und das aus dem Mund von Guy Standing zu hören, der ansonsten ganz, ganz strikt dafür gewesen ist, dass die Definition nicht angetastet wird, fand ich sehr aufschlussreich, weil es bedeutet, dass im Hinterkopf auch von denjenigen, die da sagen, die Definition ist das nicht, aber es ist das politische Ziel, das da immer noch mitschwingt, eigentlich ist ein echtes bedingungsloses Grundeinkommen nur eines, das in existenzsichernder Höhe gezahlt wird. Das gesagt, möchte ich mal behaupten, 4 Tage lang in Seoul hat diese Frage permanent eine Rolle gespielt. Und die Behauptung, dass es sich lediglich um eine politische Zielstellung handelt, hat sich dann in persönlichen Gesprächen zwischen Annie Miller und mir auch anders dargestellt. Ich hatte dann auch den Eindruck, dass auch ihre Ablehnung, eine existenzsichernde Höhe in die Definition hineinzunehmen, von einer politischen Zielstellung abgeleitet ist, nämlich der politischen Zielstellung, dass eine Zahlung, eine Transferzahlung realisiert werden soll in möglichst kurzer Zeit in möglichst vielen Ländern und dass das sich am ehesten damit bewerkstelligen lässt, dass diese nicht in existenzsichernder Höhe gezahlt wird. Auch das ist eine politische Zielstellung. Und mein Eindruck ist gewesen, dass die Leute, die sehr viel
vernetzt sind und mit vielen politischen Ebenen auch geredet haben, eben jetzt diesen Eindruck haben, wir sind ganz nahe dran, sowas real einzuführen. Und dann dürfen wir uns quasi von der existenzsichernden Höhe daran nicht hindern lassen. Die Frage, warum man überhaupt eine Transferzahlung einführen sollte, wenn sie nicht existenzsichernd ist, wurde unter anderem auch in dem Workshop der Südkoreaner beantwortet, die da gesagt haben, ja, wir haben zu Beginn der Pandemie die Regierungsentscheidung gehabt, es soll ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle geben. Aber in den meisten Regionen brauchte das mehrere Monate bis ein Dreivierteljahr, bis wir überhaupt die Systematik aufgebaut hatten, dass wir jeden einzelnen Bürger erreichen mit einer Geldzahlung. Wohingegen in der Gyeonggi-Provinz, wo es das bedingungslose Grundeinkommenssystem schon gab, war es eine Sache von unter einer Woche, diese Zahlung zu vervierfachen. Also so in etwa von 350 Euro umgerechnet zu 1.400 Euro und das dann für die begrenzte Dauer, die koreanische Regierung da festgelegt hatte, bis zu einem angenommenen Ende der Pandemie. Heißt also, dass wenn wir auf globale Krisen zusteuern, sollten wir zuerst so ein Zahlungssystem etabliert haben, damit wir es dann im Notfall auf die existenzsichernde Höhe hochschrauben können. Das war quasi so die Argumentation. Und mit dieser Argumentation kann man sich nun ausmalen, dass die General Assembly erstmal das gar nicht anfassen wollte, diesen Memorandumtext, der von dem koreanischen und von dem deutschen Netzwerk vorgestellt wurde und im Übrigen auch am Eingang kostenlos verteilt wurde. Und zwar sowohl mit einer längeren Einlassung der Parlamentsabgeordneten aus Südkorea, der Grundeinkommenspartei, als auch mit dem kompletten Text, den Ronald Laschke und Min Geum, von dem ich jetzt weiß, dass er Kun Min ausgesprochen wird, verfasst haben, abgedruckt da drin. Das heißt, das war also für die 200, 250 Personen, die da körperlich anwesend waren, ebenfalls ausgeteilt worden und in voller Länge auf Englisch einsehbar. Das heißt also, es hatten eigentlich alle das schon gelesen. Trotzdem oder gerade deswegen war das Thema dann zu heiß, um es in der General Assembly beschließen zu lassen. Und es ist deswegen jetzt in dem Executive Committee ein langer und nicht gerade spaßiger Prozess, den Text jetzt wenigstens auf Jens Webseite zu kriegen, wenn auch ohne Jens Unterschrift. Einen Vorhaben, das ich hoffe, morgen ist wieder mal eine Versammlung des Executive Committees stark voranbringen zu können. Ansonsten gab es auch eine Agenda von Guy Standing auf diesem Kongress und da hatte ich den Eindruck, er hatte ja ein Buch schon veröffentlicht, das Plunder of the Commons heißt. Er hat ein ganz neues Buch veröffentlicht, das ich jetzt gerade eben eigentlich auch in die Kamera halten wollte. Doch, hier ist es. Nee, das ist noch Plunder of the Commons, aber das andere heißt The Blue Commons. Und das bedeutet also, er nimmt in den Blick die Ausbeutung der Weltmeere und wer davon wie profitiert und hat jetzt neuerdings nicht mehr die Idee, dass beispielsweise die Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens, so wie das mal diverse andere aus der Schweiz oder Götz Werner gesagt haben, ausschließlich über die Konzentration der Steuer auf Mehrwertsteuern fokussiert werden sollte, sondern er geht davon aus, dass der Naturverbrauch besteuert werden soll. Und er hat da gleich etliche Möglichkeiten in diesen Büchern aufgezeigt, welche Formen von Steuern auf die Commons, auf die Allmende er denn vorschlägt und dass die dann insgesamt ausreichend sein, um bedingungslose Grundeinkommen weltweit zu finanzieren. Das heißt, er ist quasi inzwischen der Auffassung, man sollte ganz weg davon gehen, das bedingungslose Grundeinkommen mit den existierenden Steuern, Steuersystemen und Steuermodellen zu verknüpfen, sondern er sollte das alles, was jetzt quasi umsonst verbraucht und missbraucht wird, in den Blick nehmen, darauf sehr hohe Steuern erheben und das dann als ursächliche Quelle für das Finanzieren von bedingungslosen Grundeinkommen nutzen.
Ich sage, das ist eine persönliche Agenda, weil ich den Eindruck hatte, alle möglichen Teilnehmer und Referenten auf diesem Kongress haben jeweils unterschiedliche Vorstellungen präsentiert und jeweils persönliche Ideen gehabt, was denn eigentlich jetzt als nächstes zu tun wäre. Und das Interessante allerdings als Reaktion auf das Memorandum, das ich jetzt schon von mehreren Leuten auch aus dem Executive Committee, auch von Sarath Davala, dem Vorsitzenden des Vienna Executive Committees, gehört habe, ist, dass der Kongress in einem Jahr in Bath in England unter dem Motto steht, Reclaiming Radical Roots, Basic Income as a Means of a Socio-Economic Transformation. Und da sind wir dann erstaunlicherweise fast exakt bei der Überschrift dieses Memorandumtextes. Und allein deswegen, sagten einige, kann man ja dieses Memorandum gar nicht großartig ablehnen, weil es ist ja quasi identisch mit unserem Kongressmotto in einem Jahr. Was aber bedeutet, dass gut vorbereitet dieser Kongress dann möglicherweise auch mit einer, nicht nur mit einem Motto beginnt, sondern vielleicht auch mit einem Statement endet, einem kurzen, knackigen Statement, das genau in diese Richtung gehen könnte. Und vielleicht ist, wenn es ja in England ist, es auch möglich, mehrere Papers einzureichen und Presentations zu machen, gerade genau zu diesem Thema, auch zu der Verbindung zwischen der globalen Erwärmung, dem Naturschutz und der Notwendigkeit, ein Basic Income damit dann alle möglichen Verwerfungen in den Gesellschaften abgemildert werden können, eingeführt werden muss. Wenn man dazu Workshops anbietet, wenn man dazu Papiere einreicht, wenn man sich dazu anmeldet, in England zu referieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass das dieser Verbindung, diesem Gedanken einen recht großen Schub geben könnte. Und das würde ich dann an dieser Stelle auch empfehlen. Ich glaube, so 15 bis 20 Minuten hätte ich nur maximal referieren sollen. Insofern wäre das jetzt erstmal mein Aufschlag und ich bin sehr gespannt auf die Fragen und die Diskussion, die sich anschließt.